Willkommen bei den Todder News. Heute haben wir etwas für alle Fotografiefans, die sich für echte Kamerawunderwerke begeistern. Ja, es ist Zeit für die Durchleuchtung des neuen Sony 85mm f1.4 Version 2. Vorhang auf für die neueste Geheimwaffe, die ihren Geldbeutel in die Knie zwingen wird. Beginnen wir mit den Neuheiten. Das Sony 85mm f1.4 Version 2 kommt gleich mit einem Highlight, nämlich der Iris Lock Funktion. Ja, jetzt können Sie Ihre Blende genauso sicher wie Ihre Kinder vor einem Keksdieb sichern. Nie wieder wird Ihre Blende von f1.4 auf f16 wandern. Ihre Porträtaufnahmen werden auf ewig in ständiger Blendengröße erstrahlen. Ja, Sony, genau das war das Problem, das alle Fotografen seit Jahren geplagt hat. Aber keine Sorge, denn das Objektiv ist jetzt auch leichter. Von 820 Gramm auf ganze 642 Gramm runter. Das sind mehr als 170 Gramm leichter. Fast so leicht, dass man die fehlende Bildstabilisierung gar nicht mehr vermisst. Und halten Sie sich fest, es hat 14 Elemente in 11 Gruppen. Wahnsinn, oder? Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber es klingt beeindruckend. Und das Bokeh, meine Freunde, bleibt unverändert. Immer noch diese wunderschönen Katzenaugen in den Ecken. Manche nennen es Charakter, andere, naja, ungewollt. Verzeichnung? Ein absolutes Non-Issue bei diesem neuen Modell. Sie können sich also darauf verlassen, dass Ihre Bilder genauso geradlinig bleiben wie Ihre Argumente. Und was gibt es noch? Weniger longitudinale Aberrationen. Was auch immer das bedeutet. Und eine bessere Schärfe, vor allem in den Ecken. Denn was zählt, sind die Details in der Ecke eines Bildes. Das Gesicht in der Mitte? Ach. Geschenkt. Und der Autofokus ist jetzt besser und leichter geworden. Ganze 92% Trefferrate. Das alte Objektiv hatte nur 77%. Bei einem Porträtobjektiv, wo die Models ja bekanntlich wie Flummis durchs Studio hüpfen, ein echter Gamechanger. Und jetzt das Sahnehäubchen auf diesem technischen Wunderwerk. Der Preis. 2100 Euro. Das sind nur 700 Euro mehr als das alte G-Master und fast doppelt so viel wie das Sigma mit ähnlicher Leistung. Warum? Weil Sony es kann, meine Damen und Herren. Teurer, schneller, vielleicht etwas schärfer. Aber ob das jetzt nun wirklich den Unterschied zwischen einem guten Foto und einem schlechten oder auch einfach nur zwischen einem leeren und einem noch leeren Geldbeutel ausmacht, das ist hier die Frage. Also, wer braucht jetzt wirklich das neue Sony 85mm f1.4 Version 2? Die Antwort lautet Sony. Denn mit diesem Preis zahlt ihr nicht nur für das Objektiv, sondern auch für das Privileg, den neuesten Scheiß zu haben. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von den Shutter News. Immer ein bisschen mehr, als sie eigentlich wissen wollten. Halt, stopp, bitte noch nicht abschalten. Jetzt kommt nämlich nochmal meine eigene Meinung. Ja, Version 2 des 85mm f1.4er. Wie es so bei Sony üblich ist, ist jetzt quasi alles besser geworden. Autofokus, Schärfe, chromatische Aberration, eigentlich alles, was man sich nur wünschen kann. Ein perfektes Objektiv, könnte man sich denken. Das Einzige, was ich jetzt noch hier auszusetzen hätte, wäre so ein fehlender Stabilisator, den es ja bei manchen anderen Herstellern noch gibt. Nur jetzt muss man sich die Frage stellen, ob man wirklich nur für einen 85mm 2100 Euro ausgeben will. Das ist wirklich eine Menge Kohle. Das ist eine Festbrennweite mit einer Aufblende von 1.4. Das ist nicht mehr. Davon kann man sich ein wirklich sehr, sehr gutes Zoom-Objektiv zum Beispiel kaufen für die Wildlife-Fotografie. Das ist auch mal was Nettes. Ich kann hier wirklich nur jedem empfehlen, einmal bei dem Sigma 85mm f1.4 vorbeizuschauen. Darüber hat DaVision auch ein Video gemacht, was wirklich sehr detailliert ist, damit ihr auch wisst, dass ich hier keinen Mist erzähle. Für die Hälfte des Preises, nämlich für 1100 Euro, kriegt ihr hier wirklich ein 85mm mit der Offenblende 1.4, was auch wirklich eine tolle Schärfe hat und auch einen wirklich guten Autofokus. Wie gesagt, für die Hälfte. Mehr kann ich dazu auch eigentlich gar nicht sagen, denn ja. Ich glaube, diejenigen, die sich dann so einen G-Master kaufen, wissen dann auch schon, dass das wirklich mehr kostet. Ist mir egal, ich verdiene sonst was wie viel Geld im Monat, aber so sind nicht alle. Und deswegen gibt es auch Gott sei Dank Drittherstellerobjektive, die das Ganze dann für günstiger anbieten. So, das war's jetzt aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.